Herzlich willkommen bei CoolITH. Das hier wird das Update. Ja, ein recht großes Update. Ja, und da will ich auch gleich mal anfangen. Leider Wackelkamera-Style, denn ich bin immer noch nicht dazu gekommen, mein Stativ zu holen. Aber da fange ich gleich mal an. Das ist eine Reihe, ersten vier Staffeln von Geschichten aus der Gruft. Im Mediabook brauche ich eigentlich nicht weiter vorzustellen, denn so viele haben sie schon hier vorgestellt, da brauche ich es nicht mehr vorzustellen. Ist eine tolle Serie. Mittlerweile sind ja alle Staffeln schon draußen, die ich mir jetzt auch bald noch kaufen werde. Dann geht es weiter mit The Expendables 2. Toller Actionfilm. Wirklich. Und dagegen ist ja auch an den gleichen Tag The Raid rausgekommen. Und ja, der beste Actionfilm seit Jahrzehnten, ja, das kann ich jetzt nicht so vollziehen. Es war ein guter Actionfilm, The Raid, aber nicht so gut wie The Expendables. Aber dennoch sehenswert. So, danach wieder ein Actionfilm mit Jason Statham. Safe. Ein sehr guter und ja, recht harter Actionfilm. Die Kämpfe sind recht hart. Und Film ist natürlich top. Danach ist so ein Klassiker, Aladdin. Ich habe auch eine Bud Spencer Box und noch ein paar andere Bud Spencer Filme, die ich jetzt hier vorstelle. Das sind Filme aus der Kindheit von mir und ich bin nicht groß geworden mit solchen Filmen und es hat Spaß gemacht. Also die machen immer noch Spaß, die Filme. Ja. Ist auch zu empfehlen. Es gibt noch eine Fassung, die Out of Princess, aber das ist eine neue Auflage. Dann haben wir hier noch Battleship. Ja, wo viele, ja, die Meinungen gehen ein bisschen auseinander. Manche mögen den Film, manche hassen ihn, ich weiß auch nicht. Man mögt den oder man hasst ihn, das ist halt so. Finde ihn ganz gut, allein schon das Ende ist brillant. Danach haben wir hier Missing in Action 2. Jetzt habe ich endlich die ganze komplette Trilogie. Jo. Ist ja aus der Kult-Reihe, aus der neuen. Ja, Action-Kult, Uncut und Film macht ganz schön Spaß. Ist jetzt eher so ein Kriegsdrama, kann man schon sagen. Mit Kriegs. Danach kommen wir zu einer Komödie hier im Herbie dreht durch. Ist nicht mehr so gut wie der erste Teil. Aber macht auch noch Spaß. Ist ja ohne Wendecover wegen Warner. Nee, Walt Disney hat auch kein Wendecover. Danach kommen wir zu einem Geheimtipp hier, Livid, das Blut der Ballerinas, von den Machern von Inside und Die Meute. Ist jetzt nicht so hart wie Inside oder Die Meute, aber da gibt es auch schon ein, zwei paar recht blutige und heftige Szenen und der Film ist auch ein Geheimtipp. Ich sag, schaut euch mal einfach an. Es geht irgendwie so um eine Krankenhauspflegerin, kann man sagen. Ja, und da gibt es so ein Haus. Wie ich das jetzt erklären? Ich habe ihn schon länger nicht mehr jetzt gesehen. Ist einfach ein toller Film, kann man sagen. Es geht um so eine Ballerina-Frau hier, die ganz fanat ist. Ach, schaut euch einfach an. Ist einfach. Ich kann irgendwie jetzt nicht erklären, ich weiß auch nicht wieso. Danach haben wir hier die Reise zur geheimnisvollen Insel. Ja, mir gefällt er ganz gut. Ja, ich habe mir jetzt die Verpackung geholt, also ich habe jetzt die DVD geholt. Ich wollte mir erst ein 3D holen, da habe ich hier 5 Euro. Dann nehme ich mir den mal mit. Weil die Blu-ray 3D recht teuer noch ist. Jetzt kommen wir zum nächsten Film hier. Buddy in Hongkong. Sehr guter Film natürlich mit Bud Spencer. Ich denke mal, jeder kennt den, brauche ich auch nichts mehr zu sagen. Ist einfach Kult. Dann kommen wir zu Andys Bude 2. Last Man Standing. Da gibt es auch noch eine Veröffentlichung, die heißt Iceman. Das ist die gleiche Veröffentlichung. Also ist auch der gleiche Film, nur anderer Titel. Ja, hier auf Blu-ray günstig bekommen. Toller Film, toller Knastfilm. Und recht heftige Kampfszenen. Toll. Zu empfehlen. Dann geht es weiter mit einer Serie hier, Fringe. Ja, die dritte Staffel. Gibt es auch ganz günstig für einen Zehner. Muss ich mir mitnehmen, denn Serie ist wirklich sehr gut. Ich bin da schon bei der vierten Staffel dran längst, aber die besitze ich zurzeit nicht.
Ist ja noch eine Hülle drin, also schon offen. Danach kommen wir hier mit zwei Missionare, Bart Spencer und Terence Hill. Ja, ein klasse Duo, kann man nur sagen. Klasse Film ist es ja auch. Macht richtig Laune. Macht einfach Spaß. Muss man gesehen haben. Ich denke mal, die Bud Spencer sind so und so alle bekannt. Und ja. Dann kommen wir zu In Time. Mit Justin Timberlake. Lake. Ja, ein sehr guter Actionfilm. Finde ich. Ja, mehr kann ich dazu nichts sagen. Also, ich hätte gerne das Steelbook. Das Steelbook sah recht cool aus. Der Film ist ja auch ganz gut. Mehr kann ich dazu nicht sagen. So ein Science-Fiction-Film in der Zukunft mit Zeit auf den Arm. Also, ja, mehr auch nicht. Ich denke mal, der kennt auch jetzt zur Zeit schon jeder schon länger draußen. Danach kommen wir zu Buddy fängt nur große Fische. Ich glaube, das ist aus der Rizzo-Reihe. Ja, Kommissar Rizzo. Toller Film. Tolle Action-Komödie hier. Gibt's einfach nicht mehr zu sagen. Gibt's auch ganz günstig 5 Euro die Filme mittlerweile. Und die sind's mal wert, alle mal wert. Danach habe ich hier Plattfuß in Afrika. Auch ein sehr guter Film. Leider sind die alle ohne Wendecover. Ja, weiß auch nicht wieso. Aber egal. Der Film interessiert mich ja. Das ist auch ein toller Film. Davon gibt es ja auch noch Plattfuß am Nil. Und ich glaube, Plattfuß in Afrika habe ich hier. Aber da gibt es dann noch irgendeinen anderen. Kann, ich weiß nicht genau. Aber Plattfuß am Nil gibt es noch, das weiß ich. Auch ein toller Film, auch witzig, schon reich. Muss man gesehen haben. Danach kommen wir zu einer Eddie Murphy Edition. Hier die Glücksritter. Auf der Suche nach dem goldenen Kind und der Prinz aus Zamunda. Drei gute Filme. Die hier gefallen mir mehr. Und der nicht so, aber der ist auch noch ganz okay. Kann man sich mal schauen. Die finde ich besser. Na egal. Ist eine ganz gute Trilogie. Die gibt es auch für 10 oder für 7, 8 Euro. Ist nicht so teuer. Und ja, gleich mal zugegriffen, denn Filme sind recht witzig. Der zumindest. Action. Ist auch ganz witzig. Danach kommen wir jetzt wieder zu einem Herbie. Hier, Herbie großen Fahrt. Der ist jetzt wieder besser als der Teil hier. Herbie dreht durch. Als der. Macht auch Spaß. Da sind auch noch andere Fahrzeuge. Nicht nur Herbie, sondern auch ein Zug und alles. Die genauso wie Herbie leben. Genau. Ja, macht einfach Spaß. Na. Na, jetzt fällt der Stapel schon langsam, oder? So. Jetzt kommen wir noch zu zwei Filmen. Einmal hier zu Buddy Haut und Lukas. Man kann sagen, das ist der zweite Teil von Der kleine Außerirdische. Ich denke mal, jeder kennt Der kleine Außerirdische mit Bart Spencer. Und hier spielt Der kleine Außerirdische wieder mit. Und ich kann dazu nur sagen, es wäre wie der zweite Teil ungefähr. So, danach habe ich noch hier, mein Name ist Nobody, Terence Hill, Sergio Leone präsentiert den Film, klasse Film, es gibt da noch einen anderen Teil, hier ist er, auch irgendwas mit Nobody, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber der ist natürlich klasse, auch der Soundtrack ist cool, restauriert, vollständig restaurierte Fassung, 112 Minuten, was soll ich dazu sagen? Habe ich auch 5 Euro bekommen. Kaufen. Diese Filme lohnen sich. Macht einfach Spaß. Terence Hill und ja, hier Bud Spencer Filme lohnen sich eigentlich immer. Und dazu kann ich nur das sagen. Ja. Das soll es gewesen sein, mein Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt Kommentare, wenn ihr die Filme kennt, wie ihr sie fandet. Und bis zum nächsten Mal.